Sie haben's getan. Die Ingenieure bei Nissan haben ein Monster erschaffen. Nicht Frankenstein, sondern Juke R lautet der Name der düsteren Kreation. Gemeint ist damit eine Kreuzung aus dem Crossover Juke mit seinem Firmenbruder GTR. Heraus kommt ein mattschwarzes Ungetüm mit rund 530 PS und 612 Newtonmeter Drehmoment. Verteilt wird die Power an alle vier Räder. Für seine ersten Testrunden wurde der Nissan Godzilla nun erstmals auf den Asphalt losgelassen. Tief, breit und böse kommt er daher. Innen gibt es ausschließlich zwei Rennschalen für den Dompteur und einen weiteren mutigen Passagier. Wem es jetzt schon in den Fingern juckt, der wird enttäuscht. Eine Serienfertigung ist nicht geplant.